Inspektor Kramer. Bemühen Sie sich nicht, Fritz. Ich sage es Ihnen selbst, dass ich da bin. Tut mir leid, dass ich Sie beim Frühstück störe, Wolf, aber ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe schon gefrühstückt, und zwar auf meinem Zimmer. Ja. Ich trinke nur eine Tasse heiße Schokolade. Möchten Sie auch eine? Nein. Fritz, eine Tasse Kaffee für den Inspektor. Bitte nehmen Sie Platz. Wolf, wir haben einen Fall von Fahrerflucht hier in der Nähe, 22 Uhr gestern Abend. Zwei Dinge, die wir bei der Leiche gefunden haben, könnten uns vielleicht weiterhelfen. Was für Dinge? Wir haben zwei Zettel gefunden. Auf dem einen stand Ihr Name und Ihre Adresse. Tatsächlich? Ja. Sieht aus, als ob er auf dem Weg zu Ihnen war. Aber er hatte keinen Termin bei uns. Es stand nichts in unserem Kalender. Wer war es? Das weiß ich auch nicht. Er trug keinen Ausweis bei sich. Falls doch, ist er ihm weggenommen worden. Hier, wir haben ein Foto von der Leiche. Bitte, Mr. Goodwin hat einen etwas stärkeren Magen als ich. Noch dazu am frühen Morgen. Keiner von unseren Klienten, Inspektor. Sie sagten, Sie hätten zwei Zettel gefunden. Ja, noch eine Namensliste. Blake Ritchie, Dorman Sybil, Carling Stanholt, Luke Benjamin, etc., etc., etc. Was ist mit Ihnen, Sir? Wir haben jeden Namen auf der Liste überprüft. Telefonverzeichnis, Passamt, Militärbehörde, sind überall unbekannt. Fingerabdrücke in der Kartei des FBI, wir waren sogar beim Finanzamt. Wir haben in jedem Stadtbezirk nachgefragt, aber niemand auf dieser Liste scheint überhaupt zu existieren. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir weiterhelfen. Tut mir leid, die Namen sagen mir nichts. Entschuldigen Sie, Inspektor. Ja, was ist? Der Autopsiebericht ist fertig. Die junge Frau, Sie wissen schon. In Ordnung, ich komme gleich. Nein, behalten Sie die Liste. Falls Ihnen doch noch was einfallen sollte, wäre ich für Ihren Anruf dankbar und danke für den Kaffee. Keine Ursache, Sir. Archie. Welche Chance hat man nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Personen aufzufinden nach einer Namensliste, die keinen Namen einer lebenden Person enthält? So gut wie keine. Soll sich Kramer doch den Kopf zerbrechen. Er war ja noch nicht mal unser Klient. Der Mann, den man überfahren hat, wollte zu uns. Wir sind ihm etwas schuldig. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Ich glaube es nicht. Claire doch nicht. Meine Schwester würde sich nie das Leben nehmen. Es tut mir wirklich leid, Miss Wellman, aber nach dem gerichtsärztlichen Befund soll sie Schlaftabletten genommen haben, zusammen mit Alkohol. Sie hat niemals Schlaftabletten genommen. Sie hat auch nie getrunken. Sieht aber ganz danach aus. Sie irren sich. Es kümmert mich nicht, was der medizinische Befund sagt. Wenn Claire tot ist, dann hat sie jemand umgebracht. Es gibt genügend Beweise, die für einen Selbstmord sprechen, und allein die sind für uns maßgebend. Tut mir leid. Beweise? Es ist alles so einfach, nicht wahr, Inspektor? Sie finden ein leeres Tablettenröhrchen, aber ich weiß, dass sie nie Schlaftabletten genommen hat. Und eine leere Whiskyflasche, obwohl sie nie getrunken hat. Und damit ist die Sache für sie erledigt. Meine Schwester hat so gern gelacht und getanzt. Sie hat das Leben geliebt. Ist das nicht auch ein Beweis? Mein Name ist Jean Wellman. Kommen Sie herein, Miss Wellman. Mr. Wolf ist im Moment nicht anwesend. Ich bin sein Mitarbeiter Archie Goodwin. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe einen Auftrag für Mr. Wolf. Und was? Meine Schwester Claire ist heute früh in ihrem Apartment tot aufgefunden worden. Die Polizei will es als Selbstmord abtun. Aber das kann nicht sein. Wieso nicht? Ich glaube, dass sie ermordet worden ist. Und ich glaube, ich kenne den Namen des Mannes, der es getan hat. Blake Ritchie. Dass ich Sie richtig verstehe, Miss Wellman. Sie kennen tatsächlich einen Mann namens Blake Ritchie? Und Sie glauben, er habe Ihre Schwester getötet? Ja. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Worauf begründet sich Ihr Verdacht? Claire war Lektorin bei einem Verlag, Wainwright Press. Vor einem Monat etwa las sie das Manuskript eines Romans verfasst von Blake Ritchie. Er hat ihr gefallen. Einer der Cheflektoren lehnte ihn ab, aber Claire glaubte daran und überarbeitete ihn zusammen mit dem Autor. Ich habe Claire noch gesehen, am Tag, bevor die Polizei sie fand. Sie sagte mir, Blake Ritchie habe sie angerufen und er käme am Abend in ihr Apartment, wegen seines Manuskripts. Haben Sie das auch der Polizei erzählt? Die glaubt nur an die medizinischen Fakten. Werden Sie mir helfen, Mr. Wolf? Ich muss wissen, wie Claire gestorben ist. Ich habe nicht viel Geld, aber ich zahle Ihnen, was ich kann. Darüber werden wir uns später Sorgen machen, wenn überhaupt. Konzentrieren wir uns erst einmal darauf, jenen obskuren Mr. Ritchie zu finden.
Sie haben mir am Telefon gesagt, Wolf hätte was für mich. Erinnern Sie sich der Fall Wellman? Tabletten und Alkohol. Warum? Sie hat für einen Verlag gearbeitet, stimmt's? Das steht jedenfalls in den Akten. Dann schauen Sie mal, ob auch Folgendes drinsteht. Vor einem Monat hat sie ein Manuskript befürwortet, das von Wainwright abgelehnt wurde, verfasst von einem Mann namens Blake Ritchie. Der steht auf der Liste, die ich Wolf gezeigt habe. Richtig. Was ist der Aufhänger? Wenn wir jetzt den Namen des Überfahrenen wüssten, hätten wir vielleicht einen. Seine Fingerabdrücke sind gerade identifiziert worden. Ein Anwalt, Leonard Dart. Wall Street. O'Malley, Phelps, Corrigan und Briggs. Tolles Renommee. Haben Sie denen die Liste gezeigt? Ich war sogar selbst damit dort, aber sie konnten mir nichts sagen. Dart war in der Kanzlei seit Beendigung seines Studiums angestellt. Gut, Wayne. Wollen Sie mich aushorchen? Weiß Wolf vielleicht etwas, was nicht in den Akten steht? Claire Wellmans Schwester ist unsere Klientin. Sie zahlt uns zwar nichts. Trotzdem, wir sind mit von der Partie. Danke. Jean, bitte versuchen Sie, sich genau zu erinnern. Hat Ihre Schwester Claire jemals einen Mann erwähnt namens Leonard Dart? Nein, nicht, dass ich wüsste. Er war Rechtsanwalt. Es könnte sehr wichtig sein. Denken Sie noch mal genau nach. In derselben Nacht, als Ihre Schwester starb, ist Mr. Dart von einem Auto überfahren worden. Als die Polizei eintraf, fand sie bei ihm zwei Zettel. Auf dem einen stand Wolfs Name und Adresse. Und auf dem anderen Zettel eine ganze Reihe von Namen. Und einer der Namen auf diesem Zettel war Blake Ritchie. Die Polizei hat alle Namen überprüft. Blake Ritchie ist der einzige Name, der einer wirklich lebenden Person zu gehören scheint. Alles, was wir wissen, ist, dass Leonard Dart und ihre Schwester offensichtlich diesen Blake Ritchie kannten. Und beide sind tot. Wenn ihre Schwester von diesem Manuskript so angetan war, dass sie sich dafür derart eingesetzt hat, warum wurde es abgelehnt? Claire sagte, es wäre seine erste Sache und man müsse sie überarbeiten. Hat sie es ihm mitgeteilt? Als sie ihm das Manuskript zurückschickte. Sie erbot sich, ihm dabei zu helfen. Haben die beiden im Apartment ihrer Schwester gearbeitet? Nein, ich glaube meistens in seinem. Sie hat mir mal die Telefonnummer gegeben, damit ich sie erreichen könne. Und haben Sie die noch? Ja, ich denke schon. Zu Hause in meinem Notizbuch. Dann haben wir vielleicht auch bald unseren geheimnisvollen Autor. Gibt es noch ein zweites Schloss an Ihrer Tür? Nein. Zeug! Archie! Hallo, Saul. Alles in Ordnung bei Wolf? Die haben sich alle um dich Sorgen gemacht. Sogar Theodor ist aus seinem Gewächshaus runtergekommen. Wolf dachte, du wärst hops gegangen. Alles okay. Wie geht's dem Mädchen? Der Doktor ist gerade bei ihr drin. Hast du mal 10 Cent für mich? Dr. O'Connor, bitte. Ich habe versprochen, ihm einen Butin durchzugeben. Du kannst ihn bestellen. Er muss mich vorerst noch ein Weilchen ertragen. Ne? Gut. Doktor, wie geht es Miss Wellman? Waren Sie das denn mit ihr? Ja. Geht ja schon viel besser. Ich habe ihr was zur Beruhigung gegeben. Sie wird gleich einschlafen. Ich werde morgen früh wieder nach ihr sehen. Danke. Okay. Dr. Prosper, bitte. Ich habe ihm gesagt, dass du noch lebst. Er möchte, dass du gleich ins Büro kommst. Und ich möchte, dass du hier Wache hältst, solange Gene Wellman hier liegt. Niemand geht rein, niemand kommt raus. Es sei denn, er gehört zum Personal. Kein Problem. Okay. Ein Feuerwerk am Abend reicht. Je näher wir an diesen Blake Ritchie herankommen, desto mehr erhärtet sich Miss Wellmans Verdacht. Glauben Sie, er hat dieses Feuerwerk wegen der Telefonnummer? Ich habe Saul beauftragt, mal nachzusehen, was von der Wohnung übrig geblieben ist. Die Nummer steht nämlich in Ihrem Notizbuch. Es hat die Explosion nicht überlebt, Archie. Aber ich bezweifle, dass die Telefonnummer das Motiv war. Er hätte das Notizbuch nur an sich zu nehmen brauchen, wenn er es darauf abgesehen hätte. Darum ging's ihm nicht. Was er beiseite schaffen wollte, war Miss Wellman. Warum? Sie bedeutet eine Gefahr für ihn. Wissen ist immer gefährlich, bewusst oder unbewusst. Sie meinen, sie weiß etwas, ohne zu wissen, dass sie es weiß? Sehr richtig. Ich würde vorschlagen, dass Sie Miss Wellman, sobald sie das Krankenhaus verlässt, überreden, zu ihrer eigenen Sicherheit hierher zu kommen. Das Zimmer neben dem Ihren ist wahrscheinlich das sicherste. Mir ist alles recht, wenn es der Sache dient. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich der Polizei schon gesagt habe, Mr. Goodwin. Wir lesen kaum Erstlingsromane oder Manuskripte, die wir nicht in Auftrag gegeben haben. Aber da Claire Wellman von Blake Ritchies Ergüssen so angetan war, habe ich mal einen Blick reingeworfen. Ist der Roman so gut, wie sie sagte? Ich fürchte, nein. Nach 10 Seiten war ich bedient. Und da haben Sie abgelehnt. Mr. Goodwin, ich habe schon Manuskripte nach 10 Sätzen abgelehnt. Können Sie sich zufällig an den Titel erinnern? Ich glaube, er lautete Trau keinem. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Sie stehlen mir die Zeit. Naja, ich gehe schon.
10 Sätze hintereinander zu lesen, kann selbstverständlich sehr ermüdend sein. Jedenfalls vielen Dank. Wie fühlen Sie sich? Etwas zittrig. Der Arzt sagt, Sie können heute das Krankenhaus verlassen. Ich bin hier, um Sie nach Hause zu bringen. Da ist doch alles in die Luft geflogen. Ich bringe Sie zu Nero Wolf. Danke, Archie. Aber ein Hotel tut's auch. Sie sind aber sicherer in einem unserer Gästezimmer. Sicherer? Man kann nie wissen, was Ihnen aufs Zimmer geschickt wird vom Hotelservice. Ich war heute früh beim Verlagshaus Wainwright Press. Eine Lektorin dort hat mir den Titel genannt von Blake Ritchies Roman. Trau keinem. Trau keinem? Sagt Ihnen das was? Das ist das Manuskript, das ich bei Claire gesehen habe. Es war in einer grauen Mappe. Und es stand Blake Ritchie drauf. Hat Claire Ihnen erzählt, wovon der Roman handelt? Von einer Anwaltskanzlei. Nicht im Einzelnen, was da vorgeht. Aber es ging, glaube ich, um Leute, die alle in einer großen New Yorker Anwaltskanzlei arbeiten. Anwaltskanzlei? Hilft das weiter? Ja, und wie? Jetzt machen Sie sich erstmal fertig. Wenn ich nicht irre, habe ich einen Termin bei O'Malley, Phelps, Corrigan und Briggs. Dort hat Leonard Dart gearbeitet. Guten Morgen. Ich komme im Auftrag von Nero Wolf. Ich möchte mich gern mit jemandem über Leonard Dart unterhalten. Mr. Dart ist nicht mehr bei uns. Das ist mir bekannt. Ich würde sehr gern seine Sekretärin sprechen. Das ist Elizabeth Marsh. Liz, dieser Herr möchte sich mit dir unterhalten über Mr. Dart. Sind Sie auch von der Polizei? Nicht direkt, Miss Marsh. Ich bin Privatdetektiv. Mein Name ist Archie Goodwin. Ich ziehe es vor, nicht mehr über Mr. Dart zu sprechen. Mit niemandem. Auch nicht, wenn es sich um Mord handelt? Mord? Mr. Darts Tod war kein Unfall, Miss Marsh. Gehen wir dort hinein. Da sind wir ungestört. Dort drüben. Danke. Mr. Briggs, darf ich Sie einen Moment sprechen? Was gibt's? Da ist ein Mr. Goodwin. Ein Privatdetektiv. Er unterhält sich gerade mit Elizabeth Marsh. Ja, was will er? Er sagte, es ginge um Leonard Dart. Um den Mordfall. Sie meinen Verkehrsunfall, Miss Johnson? Nein, Mr. Phelps. Er sagte Mordfall. Ich dachte, Sie sollten das wissen, Sir. Besonders, da Elizabeth Mr. Darts Tod so persönlich nimmt. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Miss Johnson. Danke. Bitte, Miss Marsh, versuchen Sie sich zu erinnern. Gab es da irgendetwas, das Mr. Dart bedrückt hat? Irgendetwas, das Ihnen ungewöhnlich erschien? Ja, da war was. Jetzt, dass ich es erwähne. Was? Nun, er hat immer noch spät gearbeitet seit längerer Zeit. Ich meine, Leonard, Mr. Dart, hat sonst nie Überstunden gemacht, ist... Musste schon etwas Besonderes sein, was ihn nach Büroschluss hier noch festhielt. Ich sagte guten Abend, doch er schien mich oft überhaupt nicht zu hören. Haben Sie ihn mal gefragt, woran er gearbeitet hat? Einmal. Und? Er sah mich an und lächelte und sagte, Elizabeth, trau keinem Fürsten. Mr. Goodwin? Ja? Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Briggs. Er wollte einige Informationen über Mr. Dart. Ist schon gut, Elizabeth. Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen, aber in Zukunft fragen Sie mich bitte, bevor Sie einen inoffiziellen Besucher empfangen. Ja, Sir. Ich untersuche einen Mordfall, Mr. Briggs. Wir haben schon mit der Polizei gesprochen. Wir sind nicht daran interessiert, uns mit Privatdetektiven zu unterhalten. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Mr. Briggs, Sie werden sich mit einem Privatdetektiv unterhalten müssen, mit Nero Wolf. Mr. Goodwin. Ja. Briggs hat Sie wohl rausgeschmissen. Das kann man wohl sagen. Ja, gibt's denn sowas? Man soll sich von einem Anwalt nichts gefallen lassen. Ich bin Ryan O'Malley. Der O'Malley? Pensioniert. Seit 6 Monaten. Was hatte Briggs denn an Ihnen auszusetzen? Es geht da um einen Mordfall. Leonard Dart? Kannten Sie ihn näher, Mr. O'Malley? Ich habe ihn angestellt. Vielleicht wäre es das Beste, wir besprechen das Ganze beim Essen. Danke. Ich esse auch nicht gern allein. Und Nero Wolf ist überzeugt, dass Leonards Tod kein Unfall war?
Davon bin auch ich überzeugt. Sie haben Liz Marsh befragt. Warum? Meinen Sie, dass der Mörder ein Mitarbeiter von uns ist? Das ist durchaus möglich. Vielleicht gibt's da noch ein paar Dinge, die die Polizei übersehen hat. Hören Sie, ich habe die Kanzlei auf die Beine gestellt. Ich war ein verdammt guter Strafverteidiger, bevor ich in Pension gegangen bin. Ich habe aus dieser Anwaltskanzlei das gemacht, was sie heute ist. Das beste Juristenteam in der Stadt. Ich bin zwar jetzt auf dem Abstellgleis, aber ich möchte nicht, dass unser guter Ruf ruiniert wird. Das kann ich verstehen. Wenn Leonard ermordet worden ist, möchte ich, dass der Fall untersucht wird. Auch wenn der Mörder in meiner Kanzlei arbeiten sollte, möchte ich, dass er gefasst, vor Gericht gestellt und bestraft wird. Ich möchte wissen, wer es war. Aber bevor es die Polizei weiß. Ich werde mit Mr. Wolf sprechen, ob er interessiert ist. Ich bin bereit, jedes vernünftige Honorar zu zahlen. Sie haben mir meinen Job gerade ein bisschen erträglicher gemacht. Danke für das tolle Essen. Die junge Frau scheint von Ihnen sehr angetan zu sein, Archie. Scheint, als würde die Zahl Ihrer Anhängerinnen ins Unermessliche steigen. Das kommt daher, weil ich so schüchtern bin. Das gefällt den Damen. Allerdings, die meisten von Ihnen heiraten dann irgendeinen Kerl, der Sie das Fürchten lehrt. Sie glauben also, was Elizabeth Marsh gesagt hat? Sie waren im ganzen Verein dort die Einzige, die betroffen war über den Tod von Leonard Dart. Die übrigen, naja, es sind Anwälte. Oder sie arbeiten für Anwälte. Das sagt alles. Na schön. Dann wollen wir nochmal alle Fakten durchgehen. Mr. Kramer zeigt uns eine Namensliste, die man bei dem überfahrenen Anwalt Leonard Dart fand. Einer der Namen auf der Liste lautet Blake Ritchie. Claire Wellman wird tot aufgefunden, augenscheinlich Selbstmord. Ihre Schwester berichtet uns, die letzte Kontaktperson war ein angehender Schriftsteller. Blake Ritchie. Selbst Mr. Kramer muss darauf kommen, dass da eine Verbindung besteht. Er nimmt an, dass Blake Ritchie in beiden Fällen der Täter ist. Aber nun erfahren wir von Miss Marsh, dass Mr. Dart immer Überstunden gemacht hat. Er beschäftigte sich mit einer Arbeit, die er geheim hielt. Als sich die Gelegenheit ergab, hat er ihr gegenüber den Titel von Blakes Roman erwähnt. Ich glaube, Mr. Dart hat sich in seinen Überstunden als Literat versucht. Er verfasste jenen Roman Trau keinem. Selbst die Polizei muss auf diesen Zusammenhang stoßen. Und möglicherweise wird sie daraus folgern, dass Blake Ritchie und Leonard Dart ein und dieselbe Person waren. Sie meinen, Blake Ritchie war Darts Pseudonym? Sehr richtig. Und wenn man das in Betracht zieht, konnte Blake Ritchie schwerlich Leonard Dart töten. Und logischerweise auch nicht Miss Wellman. Nein, wir müssen woanders nach dem Mörder suchen. Tja, aber die Frage ist, wo? Übrigens, nehmen wir Ryan O'Malley als Klienten? Wir haben zwar schon zwei Klienten, Archie. Aber ich glaube, Mr. O'Malley lässt sich noch mit reinquetschen. Wäre nicht schlecht, wenigstens einen Klienten zu haben, der zahlt. Mhm. Ich sehe mal nach, was Jean macht. Gut. Entschuldigen Sie mich bitte. Archie! Danke, Fred. Ja? Ich bin Philip Corrigan. Von O'Malley, Phelps, Corrigan und Briggs? Ganz recht. Was kann ich für Sie tun, Mr. Corrigan? Zwei Dinge. Sie können mich reinlassen und mir erzählen, was O'Malley Ihnen erzählt hat. Mr. Corrigan, was Mr. O'Malley gesagt oder nicht gesagt hat, ist eine vertrauliche Sache zwischen ihm und meinem Mitarbeiter. Als Anwalt sollten Sie das wissen. Hören Sie, Mr. Wolf, wenn Ihre Untersuchungen sich gegen unsere Kanzlei richten, haben meine Partner und ich das Recht, die Dinge richtig zu stellen. O'Malleys Name steht zwar noch an der Tür, aber er hat keinerlei Befugnisse mehr. Na gut, wenn Sie und Ihre Partner den Fall ausführlich diskutieren wollen, dann kommen Sie zu mir, zum Dinner. Dinner? Wir alle? Morgen, Sir, Punkt 7 Uhr. Was ist, Mr. Corrigan? Sie läuten an meiner Tür, Sie bestehen darauf einzutreten, ich spreche eine Einladung aus und jetzt zögern Sie? Wir kommen. Sehr zufriedenstellend. Guten Tag, Sir. Okay, wenigstens einer von uns weiß, was er tut. Das einzige Problem ist, wer sagt Fritz, dass wir beim Dinner zu sechst sein werden? Ein exzellentes Dinner. Danke, Mr. Phelps. Ich glaube, Sie werden den Portwein ebenso exzellent finden. Kommen wir zum Geschäftlichen, Wolf. Gleich zu Beginn wollen wir eins klarstellen. Dies ist eine vertrauliche Unterhaltung. Gut, Mr. Corrigan. Aber verbindlich ist das nicht. Ich bin nicht Ihr Klient. Ich will meine Karten auf den Tisch legen, Mr. Wolf. Offen gesagt, wir befinden uns zurzeit in einer sehr gefährdeten Position.
Unsere Kanzlei ist gerade noch an einem Skandal vorbeigekommen. Einem Skandal? Einer unserer Angestellten, ein Vermögensverwalter, der die Kanzlei vertritt, hat 2 Millionen Dollar veruntreut. Verstehen Sie, Mr. Moment Wolf? Moment mal, George, das ist nicht wahr. Es ist bis jetzt nicht bewiesen, dass es ein Fall von Veruntreuung war. Das stimmt, Mr. Wolf. Es war nur Fahrlässigkeit. Na schön, Fahrlässigkeit. Aber bis jetzt sind die 2 Millionen aus dem verwalteten Vermögen noch nicht wieder aufgetaucht. Wir konnten einen Skandal vermeiden, indem wir den fehlenden Betrag ausgeglichen haben. Sie werden verstehen, was diese Geschichte mit Dart für uns bedeuten würde, falls das der Presse bekannt wird. Vor allem ein Mord. 2 Morde, Mr. Corrigan. Und dazu noch ein Mordversuch. Wovon zum Teufel sprechen Sie? Nicht nur Leonard Dart ist ermordet worden, sondern auch eine Frau namens Claire Wellman. Wer war sie, Mr. Wolf? Sie war Lektorin bei Wainwright Press. Wir sind überzeugt, dass beide, Miss Wellman und Mr. Dart, ermordet wurden, weil eine Verbindung zwischen ihnen und einem Roman bestand. Einem Roman mit dem Titel Trau keinem. Der Autor benutzte ein Pseudonym, Blake Ritchie. Wir glauben, der richtige Name des Autors ist Leonard Dart. Leonard soll einen Roman geschrieben haben? Worüber? Über ein Sujet, das er sehr gut kannte. Über eine renommierte New Yorker Anwaltskanzlei. Es ist nicht auszuschließen, dass der Skandal, den Sie vermieden haben, einen vorrangigen Platz in diesem Roman einnimmt. Sind Sie im Besitz des Manuskripts? Kauf es ihm ab, George. Mach ihm ein Angebot. Das können wir ohne weiteres als Geschäftskosten absetzen. Ach was, das ist doch nur ein Bluff. Ich glaube, der große Nero Wolf weiß nicht mehr über dieses Manuskript als wir. Komm, George, mir reicht's. Gehen wir. Nun mal langsam. Ich weiß gar nicht, worüber du dich eigentlich so aufregst. Hier bei Nero Wolf? Es ist Inspektor Kramer. Ja, Mr. Kramer? Was? Wann? Danke, Sir. 3 Morde, meine Herren. Wir haben es nun mit 3 Morden zu tun. Was zum Teufel meinen Sie? Wer ist ermordet worden? Die Polizei hat soeben Elizabeth Marsh gefunden. Erwürgt im Computerraum ihrer Kanzlei. Ich sehe ein, dass Sie den Mordfall untersuchen müssen, Inspektor. Aber ich möchte nicht, dass der gute Ruf unserer Kanzlei noch mehr geschädigt wird, als es ohnehin schon ist. Sie müssen sich damit abfinden, die Dinge so zu nehmen, wie sie nun mal sind. Sie werden doch nicht einen meiner Partner verdächtigen. Sie waren alle zum Dinner bei Nero Wolf. Mr. Goodwin kann das bestätigen. Das stimmt. Sie waren alle um 7 Uhr da. Tut mir leid, meine Herren, aber der Leichenbeschauer hat den Tod von Miss Marsh auf etwa 6 Uhr datiert. Goodwin, würden Sie mir bitte sagen, wie lange man von hier bis zu Wolfs Haus braucht? Kommt darauf an. Eine halbe Stunde, wenn der Verkehr nicht zu dicht ist. Das bedeutet, dass jeder von Ihnen Zeit gehabt hätte, Miss Marsh umzubringen und doch noch rechtzeitig zum Dinner bei Wolf zu erscheinen. Sie irren sich, Inspektor. Ich verbürge mich für meine Partner. Und ich warne Sie. Eine falsche Verhaftung und ich werde gegen Sie prozessieren. Wir versuchen nur, diesen Fall zu lösen, Mr. O'Malley. Alles andere klären Sie mit dem Staatsanwalt. Mir scheint, der springende Punkt ist nicht, von wem Elizabeth Marsh umgebracht worden ist, sondern warum. Nein, Archie, der springende Punkt ist, wo. Okay. Ich habe zu lange geschlafen und was morgens als letztes in Gang kommt, ist mein Kopf. Miss Marsh ist von der Polizei im Computerraum gefunden worden, richtig? Richtig. Kann unser Mann, der Leonard Dart überfahren hat und es aussehen ließ wie einen Unfalltod, der Miss Wellmans Tod als Selbstmord inszenierte, so plump sein, eine Frau an ihrem Arbeitsplatz zu erwürgen? Es war schon nach Büroschluss. Es hätte ihn dabei jemand überraschen können, Archie, der Portier oder einer der Angestellten. Wer immer Elizabeth Marsh umgebracht hat, muss die erste Gelegenheit ergriffen haben, die sich ihm bot, ohne Rücksicht auf das Risiko. Es ist mir einfach unbegreiflich, was sie im Computerraum wollte. Gestern war doch Freitag. Wieso hat sie nicht alles stehen und liegen lassen am Wochenende? Alle anderen haben Punkt 5 Uhr alles aus der Hand fallen lassen. Sehr richtig. Aber Miss Marsh nicht. Wieso nicht? Bis wir die Antwort wissen, werden wir weiter nach dem Manuskript suchen. Wo sind die ersten Fassungen, die korrigierten Kapitel? Die abgelegten Seiten von Trau keinem. Weg. In Darts Apartment war nichts. Auch nichts in seinem Schreibtisch, in der Kanzlei. Wahrscheinlich zerrissen oder verbrannt, würde ich sagen. Ich würde sagen, der Mörder hat das Manuskript an sich genommen, als er Claire Wellman umbrachte. Sehr richtig. Die Antwort, nach der wir suchen, steht in diesem Buch. Sollte es noch existieren, dann muss es irgendwo versteckt sein. Vielleicht hat Miss Wellman irgendwas Wichtiges vergessen. Hero Wolf meint, dass sie vielleicht irgendetwas Wichtiges vergessen haben. Das ist jetzt noch unsere einzige Hoffnung. Sie sind gekommen, um Claire abzuholen. Sie ist im Schlafzimmer. Zieht sich vielleicht gerade um. Zieht sie sich um, Jean? Ja. Was zieht sie an? Ein rotes Kleid.
Sie sind allein hier im Wohnzimmer und warten auf Sie. Sie wollen zusammen irgendwohin essen gehen. Sie schauen rüber zum Schreibtisch. Da liegt etwas, was Sie da nie vorher gesehen haben. Ein Manuskript in einer grauen Mappe. Erinnern Sie sich? Sie gehen zum Schreibtisch. Sie lesen den Titel. Wie lautet er? Trau keinem. Und der Name des Autors? Blake Ritchie. Sie schlagen es auf und blättern ein bisschen darin herum. Und dann? Claire kommt aus dem Schlafzimmer. Sie trägt das rote Kleid und sagt... Was sagt sie, Jean? Sie sagt, sei vorsichtig, Jean. Das ist das einzige Exemplar. Was antworten Sie? Ich frage, gibt es keine Kopie? Sie sagt, möglicherweise doch. Er sagt, er könne so viele Kopien davon machen, wie er wolle. So viele Kopien, wie er wolle? Jederzeit, so viel er wolle? Das hat ihr ihre Schwester erzählt. Was wissen Sie über Computer, Archie? Es ist ein Datenspeicher, nicht wahr? Man kann Zahlen speichern oder Wörter. Und wenn man will, ganze Sätze. Ja, das nennt man eine Wortbank. Wenn man den richtigen Code eingibt, spuckt der Computer aus, was man ihm eingefüttert hat. Da gibt es welche, die schreiben in der Minute 600 Wörter aus. Und mit dem richtigen Codewort könnte er einen ganzen Roman ausspucken, nicht wahr? Man kann die gesamte Enzyklopädie Britannica speichern auf einem Mikrocomputerchip von der Größe eines Fingernagels. Dann ist der Roman von Leonard Dart dort eingespeichert worden. Klingt überzeugend. Aber wir brauchen noch den Code. Haben wir den? Den kannte nur Leonard Dart. Möglicherweise hat er ihn Miss Marsh mitgeteilt. Sie hat vielleicht etwas geahnt und wollte den Roman abrufen, nachdem sie ihr gesagt hatten, dass Dart ermordet worden ist. Dabei überraschte der Mörder sie im Computerraum, bekam es mit der Angst und brachte sie um. Sehr richtig. Aber damit haben wir immer noch nicht den Code. Etwas sehr Wesentliches von diesem Buch ist uns doch bekannt. Ja, der Titel. Trau keinem. Fürsten, hat Miss Marsh hinzugefügt. Shakespeare? Nicht jedes Zitat stammt von dem unsterblichen Barden, Archie. Rechter Hand im zweiten Fach des Bücherregals neben dem Cäsar werden Sie ein Exemplar der King James Bibel finden. Sprüche, Psalmen. Ah, da haben wir es. Trau keinem Fürsten noch Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Wohin führt uns das? Das ist die Antwort, glaube ich. Trau keinem bringt nichts. Der Computer hat uns verspottet. Null Dokument. Dachte ich mir fast. Einen so simplen Code hätte Dart nie benutzt. Was probieren wir jetzt? Der Titel ist aus dem 146. Psalm. Versuchen Sie 146p, Archie. Versuchen Sie 146p. 146p, nichts. Mal sehen. Es ist der dritte Vers von Psalm 146. Ein Anwalt achtet auf präzise Angaben. Versuchen Sie 146p3. Nochmal 146p und hängen Sie eine 3 hin dran. Eine 3? Hat er gesagt. Danke, dass Sie gekommen sind, meine Herren. Da Sie in letzter Zeit mit sehr tragischen Ereignissen konfrontiert wurden, möchte ich Sie bitten, mir zuzuhören, was ich dazu zu sagen habe. Erst einmal, der Tod von Claire Wellman, scheinbar ein Selbstmord, war in Wirklichkeit ein kaltblütig geplanter Mord. Bei Mord ist das stets der Fall. Nicht jeder, Mr. Briggs. Es ist nicht ein Mörder wie der andere. Unser Mörder ist ein Mann von maßloser Eitelkeit. Veruntreuung und dann Mord. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir haben keine Beweise für eine Veruntreuung. Die gibt es aber, Mr. Kerrigan. Diese Beweise waren das Motiv für alle folgenden Verbrechen. Als unser Täter gewahr wurde, dass Leonard Dart die Beweise seiner Schuld gefunden hatte, war er alarmiert.
Er war entsetzt, als er entdecken musste, dass Dar die Unterschlagung von 2 Millionen Dollar detailliert beschrieben hatte. In seinem Roman. Der Täter sah sich daher gezwungen, Mr. Darts Manuskript zu vernichten. In der Annahme, dass es nur ein Exemplar gäbe, brach er in Mr. Darts Wohnung ein, durchsuchte sie und beseitigte das Manuskript. Jener Einbruch veranlasste Mr. Dart, mich aufzusuchen. Er wurde auf dem Weg zu meinem Haus überfahren. Und was ist mit der Namensliste? Von Mr. Dart erfundene Namen für die Figuren in seinem Buch, um sich vor einer Verleumdungsklage zu schützen. Er war trotz allem in erster Linie Anwalt. Ich würde es gern mal lesen, dieses Manuskript. Dafür musste schon so mancher sein Leben lassen. Claire Wellman hatte es gelesen und wurde getötet. Miss Marsh wollte es aus dem Computer abrufen und auch sie wurde getötet. Hier, meine Herren, haben wir eine Kopie des ersten und letzten Romans von Blake Ritchie. Das Produkt eines elektronischen Wunders, das sich in der Kanzlei O'Malley, Phelps, Briggs und Corrigan befindet. Trau keinem. Ein bezeichnender Titel. Mr. Dart hat es genau getroffen mit dem Fürsten, der die Anwaltskanzlei geleitet hat. Soll ich daraus vorlesen, meine Herren? Wir werden dann untermauert durch Beweise wissen, wer unser Veruntreuer und Mörder ist. Was halten Sie davon, Mr. O'Malley? Ich würde nicht daraus vorlesen, Wolf. Es ist in jedem Fall ein schlechtes Buch. Woher weißt du das, Ryan? Weil außer dem Autor selbst und Miss Claire Wellman, die beide tot sind, Mr. O'Malley der Einzige ist, der das Buch gelesen hat. Seit wann wissen Sie das? Seit dem Tag, an dem Sie uns engagierten, hatte ich Sie im Verdacht, Mr. O'Malley. Ryan! Bleib sitzen, George. Du bist nicht im Gerichtssaal. Das ist ein Kapitalverbrechen, da könnt ihr nichts hinbiegen. Nicht mal im Interesse unserer guten alten Firma. Könnten Sie noch einen Moment warten, Inspektor? Ich möchte noch ein paar Worte an die Geschworenen richten. Meine Herren, ich war ein Anwalt von außerordentlichem Talent. Und mit großen Ambitionen. Aber wer ist ohne Fehler? Mein Fehler war, ungewöhnlich viel Geld zu brauchen. 2 Millionen, um genau zu sein. Es war ein Schock für meine Partner, als sie dahinter kamen, dass ich diese Summe unterschlagen hatte. Der Schock von rechtschaffenden Männern, die selbst noch nie mit der Hand in der Ladenkasse erwischt worden sind. Aber in unserer Kanzlei wird Loyalität großgeschrieben. Sie haben mich nicht verpfiffen. Sie haben mich pensioniert. Und das mir! Ich habe diese Kanzlei auf die Beine gestellt und Sie setzen mich aufs Altenteil! Natürlich sind Sie dadurch alle aufgestiegen. Bessere Positionen, mehr Geld. Und ich war ausgebotet. Der beste Strafverteidiger im ganzen Land. Gehen wir, Mr. O'Malley. Ich bin noch nicht am Ende, Inspektor. Ich fürchte doch, Mr. O'Malley. Meine Herren, Sie haben ein Verbrechen verschleiert, indem Sie es verschwiegen haben. Ich glaube, wenn Sie das nächste Mal einen Gerichtssaal von innen sehen, dann von der Anklagebank aus. Es ist allgemein bekannt, dass ich mein Haus nur höchst ungern verlasse. Doch ich werde es mir nicht nehmen lassen, Ihrem Prozess beizuwohnen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Jean verlässt uns. Sie möchte die Rechnung haben. Sie sollen eine bekommen, auf Sie zugeschnitten, Miss Wellman. Ich möchte, dass Sie mir das übliche Honorar berechnen, Mr. Wolf. Mein übliches Honorar fürchte ich würde Sie ruinieren. Darum werde ich Ihnen mein unübliches Honorar berechnen. Ich habe Sie engagiert. Sie waren so freundlich, darauf einzugehen, obwohl ich nicht zahlen konnte. Jetzt kann ich zahlen und möchte es auch. Haben Sie eine Erbschaft gemacht, Miss Wellman? Wainwright Press ist wegen der Schlagzeilen, die die Sache macht, der Ansicht, dass Trau Keim ein Bestseller werden könnte. Sie werden es veröffentlichen und von den Tantiemen erhält auch Claire einen Anteil. Ah, und der geht nun an Sie. Nun gut. Dann wird sich meine Rechnung nach dem Verkauf von Mr. Darts Roman richten. Danke für alles, Mr. Wolf. Ich bin glücklich, dass ich Ihnen helfen konnte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich werde die Gegenwart dieser reizenden jungen Person noch vermissen, Theodore. Nicht lange. Ich habe Sie gerade zum Dinner eingeladen. So? Zufriedenstellend? Höchst zufriedenstellend.